Herzlich willkommen bei Aqua Germany und zu einem neuen Review auf meinem Kanal. Ich habe euch heute einen Cognac dabei von Daniel Bouchou, ein Cognac aus der VS-Kategorie mit dem Titel Premier Arôme, und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Review. Unser heutiger Domaine, Daniel Bouchou, befindet sich in der Grand Champagne und zwar aus dem Dorf Saint-Preux. Sie haben ungefähr 30 Hektar an Rebflächen und bauen ausschließlich die Traubensorte Uni Blanc an. Ich hatte das große Vergnügen, ich durfte diese Domaine besichtigen und ja, hatte eine ganz tolle Tour dort. Ich blende euch einmal hier oben einen Link ein, und zwar hier habe ich verschiedene Domaine besichtigt, das ist ein Teil von insgesamt dreien. Und war unter anderem eben auch bei Daniel Bouchou. Und wenn ihr da ein paar Eindrücke haben wollt, ein paar mehr Informationen zu dieser Domaine haben möchtet, schaut gerne hier einmal rein. Und deswegen würde ich sagen, starten wir schon gleich mit dem Review. Natürlich blende ich euch auch von dieser Abfüllung ein Bild nebendran einmal ein, damit ihr mal gesehen habt, wie das Ganze aussieht. Und es ist jetzt hier eher diese, ja, eine der einfachen Abfüllung von Daniel Bouchou, eher auch so ein bisschen die Einsteiger-Variante vielleicht. Er wird auch tatsächlich sehr oft für das Beimischen von Cocktails verwendet, also wirklich hier das Einsteigermodell. Und ansonsten die weiteren Zahlen und Fakten zum Cognac sind, es ist eben jetzt hier ein Cognac mit dem Titel Premier Arôme. Ein Cognac der VS-Kategorie zugeordnet, das bedeutet, wir haben hier einen Cognac mit mindestens 2 Jahre Alter. Wie alt jetzt tatsächlich die Cognac hier drin sind, kann ich euch leider nicht sagen. Ein Cognac eben aus der Grand Champagne. Es wurden auch hier ausschließlich Uni Blanc Trauben verwendet. Flaschengröße 70 cl, Alkoholanteil 40%, keine Zusätze wurden verwendet. Und preislich liegen wir hier bei um die 35 Euro für eine Abfüllung. Das waren jetzt die Informationen noch zur Abfüllung und nun starten wir mit unserem Tasting. Ja, vom heutigen Cognac habe ich ein kleines Sample, wie ihr hier sehen könnt. Und ich habe mir dort jetzt, als ich bei Daniel Bouchou zu Besuch war, von, ich glaube, fast allen Abfüllungen ein Sample mitgenommen. Das heißt, es werden jetzt hier demnächst noch weitere Abfüllungen von Daniel Bouchou kommen. Immer wieder mal, also wirklich auch bis hin zu den Top-Abfüllungen von Daniel Bouchou, bin ich wirklich mal schon sehr gespannt drauf und freue ich mich schon sehr drauf. Und wollte jetzt einfach mal, ja, mit der untersten Kategorie beginnen, um einfach hier quasi einsteigen zu können. Genau. Wir schauen einmal ganz kurz auf die Farbe von dem Cognac. Und der Cognac hat jetzt für mich persönlich einen sehr hellgoldenen Farbton. Also natürlich hat man jetzt hier nicht wirklich viel vom Fass, was abgegeben wurde. Einfach ein bisschen natürlich eine gewisse Farbe hat er bekommen, ja, aber ja, einfach schöner, heller, goldener Farbton. Und wir schauen einmal auf die Aromen, ob er schon vielleicht trotzdem eine gewisse Komplexität hier uns zeigt, ob er da schon ein bisschen was hat. Jetzt schauen wir einfach mal nach. Also er hat, also zuerst ist es wirklich eine sehr schöne Nase, eine angenehme Nase. Es ist natürlich eine sehr fruchtige, frische Nase, die ich jetzt hier habe und gleich präsent für mich. Persönlich war jetzt hier sowas ein bisschen wie eine, ja, so eine frische Ananas, ein bisschen auch eine schöne Pfirsichnote habe ich hier dabei. Also Ananas und Pfirsich sind die zwei dominanten Noten jetzt für mich hier bei dem Cognac. Auch entfernt so ein bisschen vielleicht eine schöne frische Birnennote noch. Es ist aber schon auch eine gewisse Süße drin, also die hat er auch drin, und dann wäre es für mich so ein bisschen so eine gewisse Honigsüße, vielleicht einfach so ein bisschen dieser frische Blütenhonig. Also sehr schöne Nase, also bin ich jetzt ehrlich positiv überrascht. Natürlich hat man jetzt hier nicht diese Trockenfrüchte. Man hat jetzt hier nicht diese Nussaromen oder intensiven, würzigen Aromen. Klar, dafür ist er natürlich viel zu jung, aber trotzdem so, ja, als schöner Sommerkognak vielleicht. Wunderbar, vielleicht sogar auch gekühlt. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn man den vielleicht so eine Stunde vorher in den Kühlschrank stellt, dass er so eine gewisse, ja,
niedrigere Grundtemperatur annimmt, wieso nicht? Also kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen. Und vielleicht auch wirklich tatsächlich, wenn man jetzt etwas neuer ist mit dem Thema Cognac, wäre das vielleicht auch wirklich was für einen Einsteiger, einfach so ein bisschen den heranzuführen, einmal erstmal so ein bisschen diese, ja, doch Cognac-typischen oder ja, nicht Cognac-typischen, aber vielleicht eher die etwas, ja, Eau de Vie Aromen. Also erinnert mich auch wirklich sehr ein bisschen so an ein gewisses Eau de Vie. Natürlich ist das Eau de Vie deutlich stärker vom Alkoholgehalt, keine Frage, aber auch beim Eau de Vie hat man so ein bisschen diese ähnlichen Aromen. Und deswegen, ja, um jemandem vielleicht das Thema Cognac etwas näher zu bringen, wäre das vielleicht wirklich mal auch hier eine gute Option, dieser Cognac. Weil er einfach auch nicht so fordernd ist. Er ist, ja, er hält sich doch auch irgendwo ein bisschen zurück. Er ist dezent, angenehm, sehr schön. Ja, sind wir mal gespannt. Santé. Ja. Geschmacklich hat er schon so ein bisschen auch so eine gewisse, ja, bittersüße Note hier drin. Eine schöne Zitronennote vielleicht, wenn man so möchte. Ein bisschen auch so eine Grapefruit, so eine Zitronen-Grapefruit-Mischung. Und im Hintergrund so ein bisschen bleibt es aber auch geschmacklich süß. Vielleicht auch hier nochmal gerne der Blütenhonig, wo ich schon in der Nase hatte. Also, ja, ist jetzt nicht verkehrt. Also, warum? Ja, im Abgang ist er auch sehr angenehm gewesen. Zuerst tatsächlich so eine gewisse, ja, Pfeffernote vielleicht, ganz kurz, so eine ganz, ganz kurze Pfeffernote, die ich hatte. Bisschen, ja, so eine Orangenschale vielleicht. Aber auch hier im Abgang vielleicht tatsächlich schon so eine gewisse Mandelnote, also eine gewisse leichte, angenehme Nussigkeit war da. Und dann vielleicht noch so ein bisschen, was jetzt auch so ein bisschen übrig bleibt, tatsächlich so eine gewisse Honigmelone vielleicht. Ja. Ja, also sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Klar, ich hatte es ganz kurz schon mal gesagt, er hat jetzt nicht diese Komplexität, er hat jetzt nicht diese würzigen Trockenfruchtaromen. Er ist natürlich ein frischer Cognac, ein ja auch leicht süßer Cognac vielleicht. Und er zeigt aber dann trotzdem auch gegen Ende, so im Abgang, schon auch eine gewisse Würzigkeit und eine gewisse Intensivität. Die hat er drin, also da fehlt ihm das nicht. Deswegen, also. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, wie alt jetzt dieser Cognac ist. Könnte mir schon aber auch gut vorstellen, dass da wirklich auch vielleicht 4, 5 Jahre alte Cognacs drin sind. Einfach weil er doch schon auch hier eine gewisse, ja, Intensität doch drin hat, die mich jetzt positiv überrascht hat. Punktetechnisch ist natürlich schwer. Klar, es ist ein Einsteiger-Cognac. Wenn ich jetzt so an meine Rangliste denke und so weiter, dann ist es natürlich jetzt schwierig, diesen Cognac hier einzuordnen. Aber es ist ein wirklich absolut solider Cognac. Er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Für das, was er ja auch kostet, muss man ja auch sagen. Also tolle Qualität. Wirklich super. Und für mich wären es jetzt einfach hier an der Stelle für diesen Cognac 86 Punkte. Ich denke, das ist wirklich in dieser Kategorie ein ganz tolles, hervorragendes Ergebnis. Und wie gesagt, es kommen jetzt dann auch noch in der nächsten Zeit weitere Verkostungen von auch höherwertigen Abfüllungen von Daniel Bechoux, wo ich mich schon wirklich sehr drauf freue, weil ich schon ein bisschen weiß schon, was da kommt und ja, auch bei Daniel Bechoux ein bisschen was probieren durfte schon und ja, also dürft ihr sehr gespannt sein. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ja, das soll soweit gewesen sein für heute mit dem Cognac Premier Arôme von Daniel Bechoux. Ich hoffe, auch euch hat das Video gefallen und ihr hattet auch ein bisschen Spaß daran. Lasst es mich sehr gerne wissen mit einem Daumen nach oben und natürlich auch gerne einem kostenlosen Abo auf meinem Kanal. Herzlichen Dank für euer Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video Review wieder. Macht's gut. Tschüss.